Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ich wechsle mal wieder in die Innenperspektive und dann nehmen wir mal den oder geben mal Pack-Pack ab und nehmen das nächste Kopfgeld an. Kommt zu Irintosha. Yay! Gut, ich glaube, ich gehe noch mal auf Mana. So, und ich nehme noch mal neu an. Okay. Vor einem Jahr legte eine von Captain Bligh geführte Plündererbande an Enderals Küste an und überfiel die Eisbrecherwarte. Beim Kampf wurden alle Arbeiter der Warte und Captain Bligh getötet. Gerüchterweise ist Captain Bligh als Wiedergänger auferstanden und befindet sich auf dem Weg zu seinem Schiff. Für sein Ableben sind 380 Endralea Groschen ausgeschrieben. Was? Nur so wenig? Wir hatten auch gerade für Pack-Pack nur 300. Irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Nerim haben wir mehr bekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl. So, und jetzt werfe ich mal ganz kurz einen Blick ins Inventar. Genau, ich wollte Dinge in die Kiste legen, damit das Inventar ein bisschen weniger voll ist. Und zwar das hier, das hier, das hier. Da. Ach Gott, die Ruhm der Bruderschaft. Schmeiß ich mal da rein, aber pff. Ist ja eigentlich nichts wert. Den Ring brauchen wir auch nicht doppelt. Den Runenbogen wollte ich ja verkaufen. Ich könnte natürlich auch mal gucken, ob ich. Ja, aber verzaubern bringt nicht so viel, ne? Der ist nur, macht nur 20 Grundschaden. Den müsste ich erstmal richtig verbessern, bevor ich den. Ja. Ja. Kors Schwert sollte eigentlich in die Kiste. Schaden 16, ja. Silberschwert des Frostzorns macht auch nur 16 Schaden. Das ist so wenig. Wie gesagt, der wegestreuen Dolch macht jetzt schon mehr Schaden. Ich bräuchte sowas wie den wegestreuen Dolch. Also ein wegestreuen Schwert wäre schön. Ich lasse mal das für den Fall, dass ich eine Einhandwaffe brauche. Habe ich noch in der Truhe irgendwelche Tränke? Nein, hatte ich nicht. Rollen hatte ich nur das. Gesellenbuch, Einhandkampf. Das konnte ich noch nicht benutzen, ne? Das hatte ich ja. Ich pack die auch mal in die Kiste. So. Okay. Ja, das ist schön, dass es frisch von der Bauernküste ist. Ich wollte mal einen Blick in die Bank werfen. Das ist der Wachturm. Wo war denn nochmal die Bank? Auf der anderen Seite, ne? Hier ist die Bank, oder? Hier. Ja. Ich wollte mal einen Blick in mein Bankfach werfen. Und ich hatte ja noch einen Schlüssel bekommen von der Mutter dieses unglücklichen. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. Okay, aktueller Kontostand 100. Okay. Okay. Ich möchte an mein Haltet Mund Goldfach. und vergesst nicht, Kann ich an mein dass ihr Goldfach euch so Gold dran? oder Geld sichert. Nee. Überaus sicher. War Glaubt das. mir. Nee? Wie ging denn das nochmal? Ich möchte an mein Gold ver. Schaltet wohl, Ich. Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Natürlich. Anwesen. Ich bin an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir eure Angebote. Ach so. Man kann. Ach, wie geil ist das denn? Man kann bei ihm alles kaufen, um seine. Ah, och, guck mal, der hat ja Expertenbücher. Der hat einen Trank. Und Gesellenbücher. Der hat ja Bücher. Und der hat alle. Ach, wie geil ist das? Entschuldigung, dass ich das so. Aber das ist doch super. Hat der alle? Kommt mir das so vor? Oder hat er wirklich alle? Leichte Rüstung hat er auch. Alle. Lebensbuch. Einhandkampf? Ja, hat er. Boah. Kauf mal ein paar. Ich hatte, glaube ich, 15 oder 14. Ich kaufe mal 5.
begleitet wurde. War doch richtig, ne? Einhandkampf habe ich. Ich habe 17. Okay, ja, aber das. Dann kann ich den Einhandkampf ein bisschen verbessern. Sehr gut. Okay. Dann können wir das erstmal ein bisschen erhöhen. Weil Zweihand sind wir jetzt. Jetzt sind wir besser. Ne, jetzt sind wir fast gleich gut. Also ich bin bei 25, aber durch Ausrüstung auf. So, jetzt würde ich gerne mal gucken, wie viel Schaden macht jetzt. Das macht immer noch nur 16. Wurde das nicht durch. Das ist nur bei Skyrim, ne? Wo sich das dadurch verbessert. Lesen, leeres Pergament. Ich möchte eigentlich an meine Sachen. Ach so, kommt man hier da dran. Da geht's zu den Schließfächern, ja. Weil ich habe doch noch diesen Schlüssel. Apropos Schlüssel. Balsamiras. 1, 2, 1, 1. Waren wir da schon dran? Den hatte ich auch noch nicht. Gott, ehrlich, ich brauche mal eben einen Zettel. Also, das Balsamiras ist 1, 2, 1, 1. Meiner ist 2, 1, 1, 2. Könnte man das noch ähnlicher machen vielleicht? 2, 3. Okay, die Fuchshand, da waren wir auf jeden Fall dran. So. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach mal hier so durch, weil. Ach nee, das sind hier die Tresorschlüssel. Eins. Eins, zwei, eins, eins. Ist hier. Das Balsamiras. Oh. Geistertuch. Mana-Trank exklusiv. Bogen beschwören. Nice. Okay, den Schädel lassen wir mal drin. Nein, ich wollte das nicht so machen. Ich wollte schließen. Okay, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch den mit 2, 1, 1, 1. Stand hier eigentlich irgendwo mal drüber? Geschichten gehen einfach nie zu Ende. Ja, armer Kerl. In der Bank arbeiten ist bestimmt ein Scheißjob. Lauter Geld anderer Leute bewachen. So. Ich würde ja total gern die Bank ausräumen. Aber es passt. Obwohl, eigentlich passt es auch zum Charakter so ein bisschen. Eins. Nee, ich brauche mit einer 2 vorne. 2. Hier ist nur eine 2? Oh. Ist leer. Auch leer. 2, 1, 1, 2. Ist das meins? Das ist meins. Okay. Hier könnte ich jetzt Gedöns einlagern. Okay. Und das andere war hier. Sehr schön. Was ist da noch drin? Ein Runenschwert des Feuerzorns. Schaden 11. Das macht halt mittlerweile nichts mehr, ne? Ist leer, weil nichts drin ist. Okay. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Ich bin in der Bank gefangen. Oh ja, es würde sich, glaube ich, total lohnen. Ich traue mich nicht. Ich glaube, ich kann Meisterschlösser knacken, aber ich traue mich gerade nicht. Nachher werde ich erwischt. Also wenn, muss das anders laufen. So nachts und... Aber die Wache. Okay, jetzt bin ich wo ganz anders gelandet. Dafür, dass das nur einmal um die Ecke war. Super. Ach nee, doch nicht. Hier bin ich. So, Er ist mir zwar unsympathisch,
Aber ich verkaufe ihm mal. Nein, sie ist nur zum Bestaunen. Ja. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Er ist echt unhöflich hoch 3, dass der überhaupt irgendwas verkauft, ey. Mann. Ja, das macht beides nicht wirklich viel Schaden. Also ich glaube, ich verkaufe beides mal so. Hast du vielleicht irgendwas Interessantes? Nein. Ich habe es dir verkauft, was interessant war. Ja. Hast du noch irgendwas anderes? Tränke? Nein. Hier irgendwas? Ach, vier Dietriche, die nehme ich mal mit. Habe ich irgendwas, was ich hier dir verkaufen kann? Ach, die muss ich auch mal in die Kiste schmeißen. So weit war ich gerade gar nicht gekommen. Seltsamer Stein. Schale eines alten Volkes. Warum habe ich die? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir nochmal zu ihr. Malfa ist zum Gruß. Aber immer doch. Was hast du für Tränke? Ich kaufe sie. Ich kaufe sie. So, was macht denn das? Feuergift. Könnte man natürlich vorher mit dem Bogen schießen und dann einen Feuerball draufzimmern. Das wäre schön so. Ich kaufe das Salz, wie immer. Amphore. Nein. Ich glaube... Okay. Moment, ich habe hier was liegen sehen. Ach, das war Fisch... Ich habe gerade gedacht, da glänzt was. Ist das was? So, Kiste. Einmal ganz kurz hier den Kram. Da muss ich auch mal gucken, was ich alles doppelt und dreifach habe. Ist bestimmt eine Menge. Warum habe ich Nägel mitgenommen? Obwohl, seltsamer Stein, den nehme ich mal. Wer weiß, ob das nicht questrelevant werden könnte für irgendwas. Was ich hier alles für ein Crap dran habe. Unglaublich. Wo ist der seltsame Stein? Da. Okay. So. Wo ist denn der nächste Kopfgeldauftrag? Ah ja. Captain Blei abermals töten. Man nur... Es ist gar nicht so weit. Ich muss hier auch nochmal nach Dünenheim den Myradenturm benutzen. Ja. Ist tatsächlich gar nicht so weit. Aber ich glaube, ich habe ja noch einen Erinnerungspunkt. Ich könnte jetzt erst nochmal... Muss ich nur gerade überlegen, gehe ich jetzt in die Magie oder mache ich noch hier... Ich wollte ja... Wo kann ich jetzt... Nee, ich kann sogar Meisterschlösser, ne? Ja, war hier noch was? Nee, Auge des Sturms wollte ich nicht. Schattenspieler? Okay, das ist natürlich auch schön. Waldläufer? War schneller laufen? Das war Abguss eines geknackten Schlosses. Mehr Schaden, sobald die Ausdauer höher ist. Okay, was war jetzt hier? Ich habe das genommen, weil ich irgendwas hier wollte. Ich glaube, ich wollte den Blattschuss haben. Denn... Och Gott, gilt nicht für Dolche. Schweinerei. Aha. Das war auch ziemlich cool, dass man die an jeden Händler verkaufen kann. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen mehr klauen. Das ist auch super. Das finde ich auch ziemlich gut. Okay.
Was ist hier? Schleichangreifer zusätzlich 50% mehr Schaden. Ausgerüstete Gegenstandsschild. Ich frage mich, gilt das dann auch für Bögen? Das ist ja nice. Das ist ein richtig cooler Angriff. Aber ob wir da noch hinkommen? Ich weiß es nicht. Ja, ich nehme jetzt, glaube ich, mal den Blattschuss. Den wollte ich ja auf jeden Fall haben. Ist schon ein bisschen komisch. Ich bin ein schleichender Bogenschütze mit Zweihandaxt. Sicherlich nicht die gewöhnlichste Kombination oder die normalste Kombination. Bitte nicht aufhängen. Es ist immer riskant, sowas in Ark zu machen. Also den Wechsel in diese andere Dimension da. Weil Ark selbst so unglaublich absturzgefährdet ist. Mal gucken. Obwohl, jetzt lädt es. Ihr seid nicht von hier. Yeah. Nein. Ja, jetzt war es dann doch abgestürzt. Ich sag ja, Ark ist echt gefährlich für alles. Ja, ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt mal mich auf die Suche nach Captain Blei machen. Ja, Richtung Hafen klingt gut. Malfas zum Gruß. Kann ich an der Küste entlang in die Richtung dieser Höhle, wo wir für den Familienvater, dessen Kind da von den Fleisch, den, oder dessen Tochter, deren Tochter, der den Fleischmaden zum Opfer gefallen ist, von da noch ein Stückchen weiter. Madame. Ja. Ja, ist im Augenblick ist es wieder mal. Ich weiß nicht, heute hat das Spiel sich zweimal einfach beendet, mittendrin. Und es ist mir zweimal in Ark abgestürzt. Direkt am Anfang, also am Anfang der letzten Folge. Den Anfang habe ich, da habe ich irgendwie keine Ahnung, 30 Sekunden aufgenommen und dann ist es schon abgestürzt. Und heute ist wieder mal so ein Tag. So. Jetzt muss ich nur aufpassen. Wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde aufgenommen gehabt und ungefähr so lang. Oh no. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Da. Ich bin doch in Richtung Hafen. Ich wollte doch in Richtung Hafen. Warum hat er jetzt nicht den Hafen? Warum hat er mich nicht am Hafen rausgelassen? Ich wollte doch zum Hafen. Ach nö. Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich wieder rein. Ich hasse es. Ja, manchmal. Ja. Okay, Hafen. Hier geht's zum Hafen. Ich weiß nicht, wieso ich dann da lang gelaufen bin jetzt. Das Haus hier finde ich auch total schön. Wem gehört das? Ach, das ist das Museum. Ja. Ach Gott. In die Unterstadt wollte ich auch noch mal irgendwann mal einen Blick drauf werfen, ob es da irgendwelche neuen Dinge gibt, denen wir das letzte Mal da drin waren. Ach Gott, die Ladescreens. Sind wirklich das, was mich hier am meisten nervt. Also. Dass Ark eben in die Viertel unterteilt ist, ist. Ja, es ist halt der Nachteil, dass man wirklich ständig von einem Gebiet ins andere wechseln muss. Captain Blei ist dann ja wahrscheinlich ein Untoter. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich meine, so ganz ernst nehmen die sich halt hier nicht, ne? Das merkt man.
Also wer Captain Bligh mit dem Namen Captain Bligh nichts anfangen kann, ich sag nur Meuterei auf der Bounty, ne? So. Ja, Mana-Pilze. Die habe ich jetzt lange nicht gesehen gehabt. Moment, das letzte Mal, als ich hier lang gegangen bin, gab es hier diese, hat sich das Spiel hier verabschiedet, weil ich diese, Viecher hier hatte. Diese Waldviecher, diese Waldgeister. Komm her, Blüte. Ah, noch mehr Mana-Pilze. Ich bin happy. Noch mehr Mana-Pilze. Ja, ich hatte wirklich ganz viele verbraten, als ich in der... Ach nee, es war die Sporenkrone. Das sah aus wie Mana-Pilz. Aber da ich hier länger nicht mehr unterwegs war, hatte das alles Zeit, sich wieder zu regenerieren. Und hier war ich, glaube ich, dann nicht weitergegangen, weil das Spiel sich ja verabschiedet hat. Weil da oben... Wieder Sporenkronen. Das sieht immer aus wie Mana-Pilze, deswegen... Genau da. Genau das Viech. Ich kann auch nicht drumherum. Okay. Dann tut es mir leid, Waldelementar. Die machen halt so viel... Ich weiß nicht, ob es an den Effekten der Waldelementare lag, aber es hat das Spiel hier immer zum Absturz gebracht. So. Tapwurzel, genau. Die möchte ich auch gerne mitnehmen, die Tapwurzel. Okay. Bitte nicht abstürzen. Bitte nicht abstürzen. Noch mehr Mana-Pilze. Und Mora Tapinella. Gott, wenn ich echt so gut in Pilzen bewandert wäre. Wie in diesem Spiel. Naja gut, manche Pilze kann ich unterscheiden, aber eben halt nicht alle. Okay. Immer einen Blick auf die Uhr werfen, aber im Zweifelsfall überziehe ich dann halt die Folge mal ein bisschen. Irgendwas hat mich gesehen. Oh. Hab ich da was getroffen? Möglicherweise. Möglicherweise habe ich da tatsächlich was getroffen. Mit meinem Feuerball. Aber vielleicht auch nicht. Die sind aber echt... Hartnäckig. Warum nehmen die keinen Schaden? Ah, jetzt. Würdet ihr bitte aufhören, so wahnsinnig schnell zu laufen? Und wieso treffe ich die alle nicht? Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Ich möchte jetzt nicht hier sterben. Ich wechsle mal schnell die Waffe. Ah, ist aber schön, dass du hängen geblieben bist. Es tut mir total leid für dich. Ich will die nicht durchsuchen. Lass das. Lass das. Dass die nie hören können. Gucken, hat er irgendwas? Nö. So irgendwelche interessanten Pfeile? Nee, das war jetzt der Mo hier. Unfall, Salz, okay. Dass sie das immer fragen müssen. Ich meine... Sie merken doch dann, dass das nicht alles ist. Na? Na? Spielst du Verstecken? Du spielst Verstecken. Oh, das ging schnell. Der Gegenstand hat keine Ladung mehr. Ja, machen wir mal...
Braucht dann irgendwann mal wahrscheinlich neue, ne? Nee, Stahlpfeil, das nehmen wir nicht mit. Das sind alles so 0815 Gegner. Vom Prinzip her, von der Ausrüstung her. Die haben eigentlich selten was dabei, was sich lohnt. Das ist total ärgerlich. Ich würde mich ja freuen, wenn das besserer Loot wäre bei denen. Es lohnt sich halt fast nicht, das Zeug mitzunehmen. Ich könnte natürlich die kompletten Rüstungen mitnehmen und sie verkaufen. Aber das ist irgendwie nicht das, was ich will. Ich glaube, ich habe hier noch was entdeckt oder so. Kann das sein? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ja, alte Königswacht. Okay. Das hatte jetzt gar nichts mit der Kopfgeldquest zu tun, würde ich vermuten. Ich nehme mal fast an, der Typ ist hier irgendwo in der Höhle oder so. Ist ja noch eine ganze Ecke hin. Nachtschatten, danke. Das sind sehr... Oh, sieht das cool aus. Sehr cool, da brauche ich mal einen Screenshot von, wenn das jetzt funktioniert hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die... Ich glaube, das Steam-Overlay funktioniert hier nicht. Ach, da hinten ist wieder so ein... Es tut mir leid. Oh, der ist mir ausgewichen. Ist aber schlecht. Dann mit Axt. Hier ist noch ein. Ach, ein kranker Hirsch. Oh, ich hoffe, der steckt mich nicht wieder mit irgendeiner blöden Krankheit an. Ja. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Bogen. Oh Gott. Das ist hier hinter alles. Wahnsinn, was ich hier wieder alles noch nicht erkundet habe. Ja, ich hatte mich ja da nicht lang getraut, weil das Spiel abgestürzt war. Ja, dieser ganze Weg hier. Wie geil. Ist wahrscheinlich noch total viel... Oh, Pilze. Ah, ist wieder noch ein Hirsch. Aber solange der mich nicht angreift, greife ich den auch nicht an. Ich brauche die ja nicht irgendwo für... Ich brauche sie ja nicht. Da ich hier... Also im Augenblick brauche ich sie nicht. Wenn ich jetzt das Leder ganz dringend bräuchte oder so, dann würde ich die jagen. Aber da ich im Augenblick da sowieso nichts crafte, großartig, ist es nicht so schlimm. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob da eine Höhle ist, in die wir müssen. Das spricht so dafür, ne? Dass der... Berg hier auch so angezeigt wird. Was hat mich entdeckt? Ach, Wölfe. Nicht nur einer. Warum habe ich keinen Schaden gemacht? Was haben die wieder für eine dämliche Hitbox? Ich könnte es mal mit dem Dolch und dem Schild probieren. Ach, der war vergiftet, ne? Wenn ich ihn sehen würde. Ich hasse es. Bewegt euch gefälligst nicht so schnell. Was hat mich denn da gerade getroffen? Also nicht der Wolf, denn... Ah, jetzt hat das mit den Blocken auch mal geklappt. Ah, zu spät. Moment.
Das sieht jetzt nicht ganz so gut aus mit der Gesundheit. Ich nehme mal so einen und so einen. Was ist der? Oh, meine Herren. Diese voll dramatischen Killcams. Okay, jetzt ist der Dolch nicht mehr vergiftet. Ich hatte den mit irgendwas vergiftet. Jetzt habe ich auch kein Gift mehr, ne? Es hat aber scheinbar den Wolf auch nicht weiter beeindruckt. Von daher ist es relativ egal. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, bei einem vermutlich Untoten sich ranzuschleichen. Ich glaube... Könnt's ja mal so probieren. Hat er mich entdeckt oder war irgendwas anderes, das mich entdeckt hat? Ich glaube, das war Captain Blei. Captain Blei. Ja, eindeutig ein Untoter. Und ich würde sagen, wir nehmen mal... Und die beschworenen Wächter möchte ich auch bitte nicht. Hier, kannst du mal down gehen? Uah. Nicht, dass ich down gehe. Schnell einen Trank. War nur einer? Uiuiuiui. Ordentlich EP gebracht. Was hat er denn? Ja, die ist nicht so wahnsinnig. Okay. Ja, ich werde vielleicht mal hier weiter in Richtung Norden gehen. Nee, das werde ich anders machen. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. So. Auf der 4 möchte ich bitte das haben. So, aber hier jetzt mal den Bogen. Ich werde jetzt nochmal hier weitergehen. Hier nochmal um die Ecke gucken. Vielleicht ist da noch ein magisches Symbol irgendwo. Ich muss auch nochmal gucken. In dem Wald, in dem Flüsterwald, war ja auch noch ein magisches Symbol, das ich nicht gekriegt habe letztes Mal. Und, also vorletztes Mal, als wir auf der Suche nach Pakpak waren. Und da war noch dieses komische X auf dem Boden, ne? Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel ein Schatz sein soll, ein Verborgener, den man eigentlich mit einer Schatzkarte findet. Den wir jetzt gefunden hatten, weil Zufall. Ne? Kann ja alles sein. Okay. Ich glaube, den habe ich gar nicht getroffen eben. Auch gut. Ja, dann sollte ich vielleicht weiter hier langlaufen. Ne? Waffe weg. Okay. Genial aus, teilweise. So genial. Ist ja auch so schön, was ich beim gemoddeten Skyrim immer wieder, ne, so die, wenn so ein, na, das sieht doch einfach toll aus. Oh. Hier ist doch wieder was, wo wir mal besser ins Schleichen gehen. Und ich werde jetzt hier an der Stelle mal einen Cut machen. Denn die zweite Viertelstunde ist jetzt auch erreicht, sodass es dann doch wieder eine halbe Stunde Folge ist. Und dann mache ich jetzt hier einen Cut. Und in der nächsten Folge schleichen wir uns mal da durch. Bei dem aufkommenden Schneesturm geht es ja vielleicht auch leichter. Zumindest nicht gesehen zu werden. Wir sehen dann zwar auch schlechter, aber naja. Ich hoffe, wir werden hier nicht erfrieren. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.